Herzlich willkommen zu Let's Play Flawless. Wie macht man's eigentlich richtig? Heute Mega Man 3 Magnet Man. Versuch Nummer 1. Eigentlich einer der einfacheren Bosse in diesem Spiel. Fail. Versuch Nummer 2. Aber das ist gar nicht so einfach, den wirklich flawless hinzubekommen, wenn man dabei live redet. So, wenn man sich voll auf das Spiel konzentrieren kann, ist es relativ gut möglich, ihn zu töten, ohne dabei getroffen zu werden. Aber das Kommentar dazu sorgt dafür, dass man seine Aufmerksamkeit teilen muss. Deswegen ist es eine interessante Herausforderung, das einmal live zu versuchen, den Flawless zu machen. So. Ja, und genau in den timing-relevanten Passagen, verdammt, werde ich dann automatisch auch still, was eigentlich dem Sinn des Ganzen widerspricht. Naja, gut. Also bei Magnet Man ist man immer sicher, wenn man an einer der Seitenwände des Raums steht. Denn sofern er nicht gerade nach oben springt, um seine Magnete abzuschießen, wie jetzt, dann trifft er einen da überhaupt nicht, weil er immer vor Mega Man zum Stehen kommt und man wirklich am Rand des Raums stehen sollte. Sonst funktioniert das nämlich überhaupt nicht. So. Du kommst wieder her. Und dann gehst du und kassierst auch direkt den ersten. Man kann problemlos eben genauso stehen bleiben. Und eigentlich kann man ihm hier auch sogar noch ein paar Schüsse verpassen. Und man muss nur immer irgendwas tun, wenn er denn hochspringt. Ja, ja, egal. Ich versuche das einfach weiter und weiter und weiter. Ich habe gar nicht mehr die Versuche mitgezählt. Vorteil ist, wenn man Videos hat, man kann nachträglich zählen, wie viele Versuche man eigentlich gebraucht hat. Boah, was machst du denn da? Es war so eigentlich gar nicht geplant, dass du auf einmal hochspringst. Das ist ja gemein. So, hier hast du den nächsten und du springst wieder. Ja, gar kein Thema. Gehen wir unten durch. Und dann kannst du wieder mit deinem Magnetgespiele da anfangen. So, ja, ist okay. Nochmal, kein Thema. Und runter durch. Das war schon relativ knapp. Also Magnet Man auszuweichen ist nicht unbedingt das große Problem. Man muss natürlich gucken, dass man auch ein bisschen Schaden macht. Denn keinen Schaden zu bekommen ist zwar schön, aber keinen Schaden zu machen sorgt dafür, dass man relativ lange für den Kampf braucht. Jetzt ist er irgendwie dabei, jede Menge mit seinen Magneten hier zu spielen. So. Anstrengende Sache. Springst du wieder hoch? Nein, gut. Dann habe ich eine Sekunde Auszeit. Das ist ganz angenehm. So. Ach ja. Da hätte doch zumindest noch eine reingehen können. Du hörst jetzt auf und springst. Alles klar. Mach mal so. Ich hätte auf jeden Fall nochmal drauf schießen sollen, aber so, haben wir noch einen Treffer und so. Wunderbar. Ja, das könnte doch mal was werden, bis denn gleich der Treffer kommt, der eigentlich absolut vermeidbar wäre. Tschüss. Und nochmal. Blöd, blöd, blöd. Ja, ja, das geht, das geht. Ein Treffer noch, wie ich das sehe. Und du springst nach da hinten. Und das war Magnet Man Flawless. So einfach geht das eigentlich. Magnet Man ist nicht wirklich schwer. Wenn man das Spiel zum ersten Mal spielt, würde ich empfehlen, mit Magnet Man tatsächlich anzufangen. Denn die Waffe, die man hier bekommt, die ist in einigen Situationen wirklich nützlich, die Magnet Missile. Das war auch schon alles, was ich in diesem Video machen wollte. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis demnächst.